Hi Leute, in diesem Video zeige ich euch 10 cinematische Drohnen-Moves für euren nächsten Flug. Viel Spaß! Ich bin heute am Luisenturm in Borgholzhausen, die perfekte Location, um euch diese 10 Drohnen-Moves zu zeigen für eure cinematischen Aufnahmen. Aber vorher kurz das Equipment. In diesem Video fliege ich mit meiner Mavic Mini 2 und auch wenn viele Drohnen Flugmanöver vorprogrammiert haben, finde ich es trotzdem wichtig, dass man gewisse Manöver auch selber manuell fliegen kann. Erstens macht es viel mehr Spaß, zweitens habt ihr die Kontrolle. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Move an. Beim ersten Move richten wir die Drohne mit der Kamera nach vorne aus, wählen unseren Bildausschnitt und fliegen einfach nur hoch. Du entscheidest selber, wie schnell du hochfliegst. Bei diesem Move starten wir in der Luft mit der Kamera Richtung Boden. Nun neigen wir die Kamera nach vorne, während wir gleichzeitig mit der Drohne nach oben fliegen. Dieser Move ist ganz einfach. Wir richten die Kamera nach vorne, wählen einen Bildausschnitt und fliegen einfach nur geradeaus. Als allererstes richten wir unsere Kamera nach vorne aus. Nun schwenken wir mit der Kamera nach unten, während wir gleichzeitig nach vorne fliegen. An dieser Stelle ganz wichtig, wenn euch die Drohne zu schnell ist, könnt ihr auch ganz einfach in den Cine-Modus wechseln, dann fliegt sie einfach ein bisschen langsamer. Achtung, wenn ihr in den Sportmodus wechselt, gehen alle Sensoren aus. Wir richten die Kamera nach vorne aus, wählen unseren Bildausschnitt und fliegen einfach nur von rechts nach links. Dieser Move erfordert ein wenig Übung. Während du mit der Drohne nach links fliegst, drehst du die Drohne gleichzeitig nach rechts. Du richtest die Kamera nach unten aus, wählst einen spannenden Bildausschnitt und fliegst einfach nur nach oben. Wir erhöhen ein wenig die Schwierigkeit. Während du nach oben fliegst, drehst du die Drohne langsam nach links oder rechts. Für diesen Move brauchst du nur den linken Joystick der Drohne. Du richtest die Kamera nach vorne aus, wählst einen Bildausschnitt und fliegst gleichzeitig dann direkt nach hinten und nach oben. Außerdem wichtig, wenn ihr euch für eine Flugrichtung entschieden habt mit der Drohne, dann zieht diese Richtung auch 3 bis 4 Sekunden durch, ohne irgendwie so leicht nachzujustieren, damit ihr später im Schnitt wirklich sauberes, schönes Footage habt. Dieser Move kann manchmal etwas gefährlich sein, daher bitte nur ausprobieren, wenn du dich sicher fühlst. Du wählst den Bildausschnitt, in unserem Beispiel den Turm, und fliegst auf ihn zu, während du gleichzeitig die Drohne nach oben fliegst. Am Ende nochmal 3 kleine Tipps, um euer Video noch ansprechender zu gestalten. Tipp Nummer 1, Croplines. Die könnt ihr in eurem Video einfügen, damit es alles nochmal ein bisschen cinematischer aussieht. Croplines findet ihr in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne runterladen und über euer Footage legen. Tipp Nummer 2, cinematische Fonts. Das bedeutet Schriftarten, die oft auch im Kino genutzt werden, damit euer Video am Ende noch schöner aussieht. Ich habe euch 5 verschiedene Fonts in die Videobeschreibung gepackt. Könnt ihr dort die Seiten besuchen und die Fonts euch einfach runterladen und installieren. Und Tipp Nummer 3, einer meiner Favoriten, der Vertigo-Effekt. Wenn ihr in 4K gefilmt habt, aber in Full HD das Video rausrechnet, könnt ihr eine Szene nehmen, wo ihr mit der Drohne nach hinten fliegt, aber dann in Premiere digital reinzoomt. Dadurch entsteht dieser Vertigo-Effekt, den ich schon irgendwie sehr interessant finde. Ja, das waren 10 Drohnen-Moves, mit denen du deine nächsten Aufnahmen hoffentlich cinematischer gestalten kannst. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuschauen. Gib dem Video gerne einen Daumen, abonniere gerne den Kanal. Bleib gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut!